Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Warships hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei mir ist der Thompson. Hallo. Servus. Wir fahren heute die Scharnhorst und die Miyoko. Ja. Miyoko, alles klar. Gut, wo fahren wir denn? Wir fahren jetzt erstmal geradeaus hier an den Inseln dran vorbei, oder wie? Also so quasi grob Ziel B7 quasi in den Quadranten, dass wir da denn landen. Ja. Alles klar, dann gucken wir doch mal, was wir hier so kriegen auf unserer Seite. Irgendwie ist gewitterig. Na. Ja, das lässt das, wieder nach. Wollen wir hoffen, dass es bald besser wird, das Wetter. Meistens kommt der Wirbelsturm, wenn es vorher extrem klar ist. Ja? Okay. Ich hab da noch nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Da hinten fliegen schon Schüsse durch die Luft. Müsste mal mein Modpack vielleicht wieder mal aktualisieren, dass ich das wieder habe. Finde ich ja nicht ganz lustig, wie das alles ausgesehen hat. Die Scharnhorst. Schönes Schiff eigentlich, ne? Also ich finde es schön. Machst du eine halbe Fahrt? Ja, ich habe gebremst. Wird gleich aufsehen. Na, ich bin hier relativ schnell mit dem Ding, also es fährt auch 30 Knoten. Hat halt nur, sagen wir mal, recht dünne Geschütze. Also quasi die Gneisenau mit dem ursprünglichen Kaliber und der ursprünglichen Länge. Denn die Gneisenau und Scharnhorst, die wurden ja mal gebaut. Da gab es noch Auflagen, dass Geschütze nicht größer als so und so da sein dürfen und die Schiffe nicht länger als sowieso. Mit den Briten. Und dann haben sie im Nachhinein wollten sie die Schiffe dann halt eben größer machen. Bei der Gneisenau hat sie auch zur Hälfte geklappt, glaube ich. Scharnhorst ist ja im Nordmeer versunken. Gneisenau lag nachher als Panzer, nee, beziehungsweise als Schiffssperre im Hafenbecken von Danzig rum. Das Wrack. Das haben sie da so halb versenkt. Nachdem es ausgeglüht war, aber nach dem Treffer mal. Hat irgendwie beim Bombenangriff hat das einen Treffer gekriegt und dann. Ja, diese Bomber, die sind nicht so gesund. Ich glaube sogar in Wilhelmshaven war das, wo sie den Bombenangriff gekriegt haben. Bin nicht ganz sicher. So. 21 Kilometer. Es gibt gar keine Zerstörer, also das ist. Ach. Also wir haben den Zerstörer, sie nicht. Ach, ein bisschen komisch. Also Balancing ist irgendwie. Grad da vorne ist eine Gneisenau, super. Oh, 8 Kilometer, das ist natürlich sehr nah dran. Natürlich der erste, der wird. Bin eh vorbei an dir. Ja, ich leg da mal ein paar Torpedos hin. Ja. Und dreh ab. Hat er wahrscheinlich auch gemacht, aber. Ja, meine Torpedos laufen fast gut. Also nur fast. Jetzt lenkt er raus, das sind Torpedos, glaube ich. Aber hier ist ja nicht nur, dass die Gneisenau auf mich schießt, sondern hier ist ja noch ein paar mehr. Ich helfe ja schon. Da hinten noch eine Legas Gazionier, irgendein Franzosen halt. So, jetzt sind meine Torpedos ausgelaufen. Huch, jetzt hat es kurz gezuckt hier, das Spiel. Der Gneisenau brennt wieder. Dauert jetzt ein bisschen länger. Scheiß, der Cleveland schieße ich nur in die Aufbauten. Oh, jetzt habe ich mir 5000 Schaden gelassen. War gar nicht schlecht. Der Franzose tot oder ist er einfach bloß nicht mehr gesichtet? Ich habe nicht mehr gesichtet. Ja. Cleveland dreht auch ab.
Gut, haben wir ja wieder ein bisschen Strecke zwischen uns gebracht. Ich habe aber immer mal so Mini-Ruckler. Oh, wir haben nochmal drauf auf der Cleveland mit zwei Treffern. So ein bisschen Mini-Ruckler. Ich drehe mal wieder hin zum Gegner, ne? Gucken wir mal, ob wir der Gneise noch mal einen auf den Deckel geben können da hinten. Nicht geklappt. Versucht das gleiche bei dir. Ja. Ist ja legitim, ne? Ist ja. Jetzt natürlich lieber gesehen, wenn ich hier ein Torpedo geben könnte, aber naja, gut. So, jetzt machen wir zwar drauf, aber Schaden haben wir keinen gemacht. Und jetzt kommen wir auch schon wieder Was in machst du die wieder mit dem Feuer? Schussreichweite der anderen, beziehungsweise in Spotting Range. Bam. Da haben wir mal eine gekriegt. Ich hab immer so Mini-Ruckler jetzt gerade hier. Irgendwie Frame-Einbrüche. Gar nicht mal so schön. Ich hätte jetzt einen Mega-Rucker. Eineinhalb Sekunden kurz gestanden. Ich habe nicht anderthalb Sekunden, ich habe immer so Ja. ein paar Zehntel steht es dann immer. Gegner, der erstes Blut. Oh, die Leander ist auch gleich down, ja. Oh, dann gucken wir mal, was wir da hinten mit dem Franzosen machen. Der brennt hier schon. Schicken wir mal ein bisschen was hinterher, dann kommt da eine Scharnuss um die Ecke. Ein Gegner. Oh ja, der war gut am Franzosen. Wieder ein bisschen was Habe ich seinen gebracht. Ruder zerlegt? Ich weiß nicht, ob er es reparieren kann. Er brennt ja auch, also ich denke mal, wenn er reparieren hätte können, dann hätte er schon längst repariert. Ja. Jetzt dreht die Scharnhaus natürlich raus, schade. Mehr drüber halten müssen, aber gut. Aber doch noch drauf, aber kein Schaden, die macht abgeprallt. Wieder Ruckler gewesen. Merkwürdig. Merkwürdig, merkwürdig. Oh, da ist ein Dünkirk. Das französische Topmodell. Und ein Nürnberg. Vom französischen Topmodell bin ich abgeprallt. Parken, die Dünkirk. Nach vorne drauf schießen bringt natürlich nichts bei der Dünkirk. Okay, die haben wir nicht getroffen. Die Nürnberg haben wir nicht getroffen. Sieht gut aus. Der sah richtig gut aus und ist links und rechts vom Schiff sind sie eingeschlagen. Sehr gut. So gut sah der aus. Der Schuss gerade eben. Zwar keinen Berg im Ziel gesehen, aber die Schüsse von hinten sind vorne am Berg hängen geblieben und die. Das war schade. Das war sehr schade. Aber wir haben sie da ganz gut in eine Ecke getrieben, ne? Also der komplette Gegnerknäuel ist da hinten in der einen Ecke. Ja. Da müssten wir jetzt mal so langsam aber sicher mal ein paar rausoperieren. Am besten die Gneisen, damit sie nicht wieder hoch repariert. Ne, Gneisenau, sagst du? Die sollen wir dann rausoperieren. Meine Schüsse haben es nicht geschafft. Oh oh.
Und es ruckelt und spuckelt das ganze Spiel gerade ein bisschen. Gerade ein bisschen spuckig. Das sieht natürlich. So, da haben wir jetzt die Gneise mal auch versenkt. Oh, 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 ich habe hier wieder die falscheste Idee gehabt. Da reinzufahren war so verkehrt. So verkehrt, wie es nur maximal sein konnte. Oh, oh, oh! Verdammt! Jo, das ist hier mein Untergang jetzt, glaube ich, gleich. Oh, 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 oh. Nürnberg getroffen, Torpedos. Oh. Oh, ich habe ja hinter mir hier noch einen Kreuzer jetzt, in Nürnberg. Jo, gut, okay, die versenkt mich dann jetzt. Da kann ich jetzt auch nichts mehr gegen machen. No, dann bin ich weg. Ja, irgendwie unsere Mates kämpfen noch nicht so wirklich mit. Weiß man nicht. Also ich war zu nah dran, jedenfalls da vorne in der Ecke. Ich hatte dann einfach ein bisschen viele Gegner, die gleichzeitig auf mich wirken konnten. Wurde es dich versenkt? Ach, da in diesem Kessel. Dann wollte ich halt irgendwie die Aufmerksamkeit auch auf mich lenken, das war dann ein bisschen zu viel. Aber es ruckelt immer so ein bisschen, ne? Hast du auch gehabt, ne? Also eine Lecklampe hat man da oben in der Ecke gar nicht mehr. Früher hat man doch da oben mal gesehen, wenn man so ein bisschen rumgeleckt hat oder nicht. Aber ich glaube, es ist vielleicht eher von der Connection her, sondern vom Game. Wirklich. So, jetzt ramme ich erstmal King George und Nürnberg. Jetzt geht's Gas. Oh, doch nicht. Ach, guck mal. Arsch.
Gehen wir hier mal quer rüber, gucken mal. Also die machen das schon nicht schlecht. Gehen jetzt wieder zurück zum Punkt, aber ich hoffe mal, dass die beiden, die hinten, weiter hinten sind, König und Leander, dass die da jetzt noch ein bisschen unterstützen. Oder unterstützend einwirken. Mexiko noch mit so ein paar AP, okay. Dann weg. Was ist das? Ja. Wo wollen sie denn da hin? Eigentlich will er die Klinge entziehen. Aber dass er vielleicht nicht von der Scharnhorst geht. Gut, sie haben zumindest mal dafür gesorgt, dass sie wieder zurückkommen müssen und in unserem Punkt cappen können, aber... Jetzt müsste so noch ein oder zwei von ihnen versenken hier so. Die angeschossene Cleveland, die angeschossene Nürnberg, die noch rausnehmen und dann den Bad Johnny da vielleicht noch, das wäre auch nicht schlecht. Wäre durchaus möglich, ne? Komm, King George, triff ordentlich. Ah, 1000 hat er noch. 800, 600, gut, der fackelt ab. Der brennt aus. Der ist hin. So, jetzt haben wir den Punkt, dass er wieder vorne dran. Also jetzt da hinten noch irgendwie so einen Kreuzer von denen schnell mal wegkriegen. Punkte legen. 3 Minuten 30 noch. Da sollte was gehen. Oh ja, sehr schön. Schauen wir, es brennt lichterloh. Episch kassiert von uns. Naja, kennst du ja Nürnberg und. Das ist schade jetzt. Und die anderen wieder punktemäßig vorne. Also sie müssen... Also New Mexico ist auch schon down, oder wie? Ja. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht wahrlich nicht gut aus. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die König noch untergehen wird in den nächsten 2 Minuten. So wie die dann, was da alles hinfliegt. So weit fahren wir dies. Wenn wir irgendwie früher da mitgemacht hätten, dann wäre das vielleicht was geworden. Tja. Aber jetzt am Ende vorfahren und dann alle bekämpfen wollen, das klappt nicht. Ja. Da kann man auch sagen, wir hätten warten können, bis die denn soweit sind, dass wir uns auch zurückhalten. Also. Klar, wäre schön gewesen, wenn wir von Anfang an mit Unterstützung gekriegt hätten und die nicht irgendwo am Kartenrand rumgeschlichen wären da hinten. Aber. Wo ja auf der Minimap zu sehen war, wo die Gegner sind. Aber gut, das ist, sag mal so. Wir waren da auch ein bisschen zu weit vorne nachher. Ich weiß auch nicht, warum der Gäde da hinten rumfährt. Ich weiß nicht, also es gibt doch eigentlich nicht die Möglichkeit, dass du zu wenig Munition hast. Also, wer da vorhat, weiß ich nicht. Der hätte auf deinem schon längst mal sehen müssen, wo die Pötter alle rumschwimmen. Der hätte da einen oder zwei hätte er vielleicht noch rausnehmen können. Wenn er das einigermaßen anstellt. Aber so natürlich nicht. Hat Angst. So, wie Schaden aus, gibt der King George jetzt natürlich noch Torpedos mit. Ja, man muss auch sagen, so wie sich die Gegner bewegt haben, die hatten da schon auch ein bisschen Ahnung von dem, was sie da machen wollen. Ja. Und kannten die Gegnerschiffe, wussten, na, der hat Torpedos dabei, da muss ich dann mal ein bisschen wegfahren wieder und dies und das. Gut geklappt. Ja, ich bin da eindeutig zu weit vorne reingefahren. Aber ich habe gut Schaden gemacht. Ist okay. Ab 75k geht.
Schade. Eine Niederlage. Gefechtsergebnis. Zerstört von der Nürnberg in der Scharnhorst. 260.000 Kohle erhalten, 1.700 EP, 90 frei, 74 Schaden gemacht. Also 74.900, bisschen was. Am Platz 3 stehe ich. Gar nicht mal so schlimm. Ja, ausführlicher Bericht. Da sieht man, wo wir Schaden drin gemacht haben. Und Kreditpunkte und DP. Nur was wir so ein bisschen verdient haben. In diesem Sinne, das war eine Folge World of Warships hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Der Thompson war bei mir. Auf Wiedersehen. Tschüss.